Hallo, herzlich willkommen, Servus, Moin, wie auch immer. Heute wollte ich mal ein Tutorial machen oder euch zeigen für den Lea Extended Input Server, beziehungsweise womit ihr hier unten rechts seht, ist ein iPad zum Beispiel, Android, geht auch als Tastatur sozusagen nutzen könnt oder als ja, Makro-Wiedergabe für eure Tastaturbelegung, zum Beispiel in meinem Fall jetzt von Star Citizen. Ich habe keine deutschen Tutorials gefunden, englische auch nicht, wie man es denn einrichtet. Man kann, so habe ich es auch gemacht, fertige Layouts runterladen, aber man muss früher oder später, zumindest in Star Citizen, jetzt wurde wieder ein bisschen was geändert, die Tasten anpassen. Und darum geht es. Wie mache ich mir ein eigenes Cockpit oder wie ändere ich ein vorhandenes? Ihr braucht einmal, das habe ich hier schon, den Lea Extend Input, das müsst ihr euch runterladen. Und einmal braucht ihr dann auch hier fürs iPad die entsprechende App hier, diese hier, da ist sie. Wo ist er da? Ne? Da. Diese. Das verlinke ich, also Android oder halt iOS, Apple. Um das Ganze zum Laufen kriegen, müsst ihr immer den Server starten. Der verbindet dann euren PC, das iPad mit dem Lea Extended. So, den können wir klein machen. Den Tray Launcher mache ich auch immer an. Der ist dann hier unten. Da ist er jetzt noch. Ach, ne, seht ihr nicht, ist das iPad im Weg. Zack, da unten ist er. Sind wir sie dann hier. Hätte hier den Flugmodus angemacht. Gut, was auch immer. So, und dann brauchen wir heute noch, braucht ihr sonst nicht, sonst macht ihr das nur an, den Projekteditor, weil wir wollen ja was editieren. So, jetzt fragt er schon, welches ich möchte. Glaube ich, machen wir mal das iPad aus. So. Also ich habe das hier unter Star Citizen 2. Dann nutze ich hier noch den alten Exorzist, weil den neuen. Vielen Dank an den Exorzist, dass er das so hingefummelt hat. Der neue hat leider ja keine beschrifteten Buttons. Das wird er wohl noch machen. So, dann schimpft er, ich kann gar nicht. Möchtest du zulassen, dass ich steuere? Ja, möchte ich. So, das Spiel läuft auch gar nicht. Also für Star Citizen. Da wird er uns eh rausschmeißen, sobald ich was drücke, wenn man hier um Play drückt. So, jetzt haben wir hier verschiedene Schalter. Zum Beispiel Power, das wurde jetzt geändert. Wenn man den drückt hier oben, dann ist man in der Bearbeitung. Man kann ihn auch, ne, an- und ausschalten. Das sind Bilder. Dazu nachher mehr. Und hier unten sind die Command-Settings. Hier ist ein Makro drauf. Beziehungsweise bei dem ist es nur ein Key. Einmal Send Pressed, das U für, ne, Maschinen an. Bei Star Citizen ist das so. Hier ist ein Delay, also 80 auf 80, 40 reicht auch. Da darf halt nur nicht 0 stehen. Ne? Hier unten, das ist okay, weil er schaltet es ja nur wieder aus. Sprich, nach diesem weiß ich gar nicht, was das sind. 80 Hundertstel oder so, lässt er den Key wieder los, die Taste. So, jetzt habe ich bei dem hier natürlich einmal an, dann sendet er das und das Schiff geht an. Wenn ich jetzt wieder ausmache, würde nichts passieren. Sprich, erst beim zweiten Mal an, würde das Raumschiff erst wieder ausgehen. Gehe ich dann nochmal rein und zwar ist hier der Trigger oben, Trigger Pressed. Hier ist Pressed. So. Wenn ich jetzt aber sage, okay. Er soll aber auch was machen, wenn ich wieder zurückschalte. Bei diesem Kippschalter ist das so. Bei normalen Buttons natürlich nicht. Dann gibt es einmal ein Signal und fertig. Dann Select. Jetzt steht hier dasselbe. Hier ist zwar Trigger Release, also weiß
weil ich natürlich zweimal, ich kann das ja mal ändern, ich nehme jetzt hier einfach mal Spacebar. So, Spacebar, speichern wir. Also, wenn ich jetzt den hier bearbeite, das ist der ja noch, dann sagt er, wenn ich gedrückt habe, okay, wenn ich wieder loslasse, Spacebar, also das sieht gleich aus, aber es ist wirklich hin und her. Was kann ich mir hier aussuchen? Gibt es auch noch was anderes? Pressed Released ist klar. Es gibt auch noch Always. Ich weiß nicht, weil darum der Exorzist nicht Always genommen hatte. Eigentlich müsste das ja bedeuten, egal in welche Richtung ich schalte. Also ich habe es auch einfach so gelassen. Pressed und Released. So, jetzt machen wir hier wieder unser U rein. Dann ist das eigentlich schon fertig. So könnt ihr euch die Knöpfe immer wieder, wenn was geändert wird, umschalten beziehungsweise umswitchen. Bio-Kamera ist so geblieben, das ist immer noch F4. Das ist auch nur ein Button. Ne, da braucht man das andere nicht beachten. Weil, wie man sieht, der gibt nur einmal das Signal ab, die Kamera dreht sich, drückst du wieder drauf, dreht sich die Kamera wieder um. Mobiglas ist wieder, ne, es ist F1 quasi. Das quasi ist es. Da muss man es dann wieder einmal drücken, geht er ins Mobiglas und für Release, also wenn ich es loslasse, wieder F1. Wenn ich nur den einnehme, also wenn ich einfach nur sage, okay, das ist hier jetzt gedrückt, dann macht das einmal F1 an und einmal F1 aus, dann müsste ich immer zweimal drücken. Jetzt geht es an, da passiert gar nichts und dann geht es erst wieder aus. Da passiert gar nichts, dann und deshalb muss man diese Wippe halt zweimal belegen. Alle anderen hier zum Beispiel, den nächsten Feind, das sind alles nur Buttons. Da reicht einmal für drücken. Wenn man das zweite Mal drückt, funktioniert es wieder. Letztendlich kein Drama. Wie gesagt, Space Break ist jetzt der X-Key. Das war vorher auch irgendwie was anderes. Also der ist jetzt relativ neu. Und den habe ich halt auch so gemacht, als Schalter, solange er gedrückt ist, beziehungsweise solange er hochgeklappt ist, bremst er. Und erst wenn ich wieder loslasse, ja, ich weiß, kann nur eins. Erst wenn ich wieder loslasse, macht er den Send Released, also das X wieder loslassen. Nochmal hier. Press it. Hier ist nur Press it. Also da drunter, wie bei dem anderen, wie hier zum Beispiel bei dem Power, sagt er ja auch und lass wieder los. Also drück das U, lass das U wieder los. Bei der Space Break, bei der Bremse, ist es halt wirklich so, solange ich drücke, hält er quasi das X auf eurer Tastatur gedrückt und erst wenn ich nochmal schalte, also den Schalter wieder aus, sendet er ein Release. Hier bei dem obersten, also hier könnte wahrscheinlich sogar eine 0 stehen, aber hier steht eine 100, die habe ich so gelassen. Darf also nicht 0 sein, weil 0 ist zu kurz sozusagen. Hier steht 40 reicht. Beim Release, das ist okay. Loslassen 0, das passt. Jetzt gehen wir einmal auf Play, dann meckert er wieder mit uns. Weil ich will jetzt mal hier auf diese tollen Emotes. Ja, ich weiß. Dann drücken wir wieder Stopp. So, zum Beispiel hier winken. Die waren früher alle, die hatte auch der wenn ihr euch das runterladet, hatte er sie alle Einzeltastenbelegung. Das funktioniert aber nicht mehr. Zum Beispiel jetzt haben wir ja dieses Springen in den Höhlen mit der 3.6, also sprich hochklettern. Und meiner war so eingestellt, er hat dann erstmal salutiert vor jedem Stein, wo er hochspringen wollte. Also habe ich hier ein Send Modified Key reingemacht. Und zwar, wenn man jetzt hier, ich kann ja mal einfach einen dazu machen. Keyboard. Modified Key. Select. Und dann müsst ihr oben immer den Buchstaben oder irgendwas machen, weil er euch unten bei dem Modify nur diese anzeigt. Also zum Beispiel, wie ich hier habe, Left Alt Key, Right Alt Key. So. Jetzt würde er gleichzeitig auch noch
die 1 zusammen mit der rechten Alt-Taste drücken. 40 ist klar, würde aber nur, ne, die wieder loslassen, den ewig drücken. Und so ist das mit den anderen auch. Ich habe jetzt überall. Ne, Plus ist einzeln, den gibt es sonst nirgendwo. Also nicht, wenn ihr steht. Es ist egal, wenn ihr im Raumschiff sitzt, dann ignoriert er die ja. Minus Key geht auch. Chicken. Chicken ist K, also keine doppelt verlegten. Die habe ich noch, aber da könnte man auch sagen, wir machen jetzt was anderes. Hier ist zum Beispiel das W. Ist klar, W könnt ihr ja nicht als Einzeltaste, dann würdet ihr immer, wenn ihr mit WASD lauft, nach vorne lauft, würde er immer, was hatten wir jetzt gesagt, hier flüstern, ne? War das flüstern? Siehste, gelöscht. So geht es. Wir hatten W. Keyboard, da können wir schon gleich mal machen, ne? Modified Key. Ja. Also, Modified Key. Hatten wir gesagt, das war das W. Und rechter, war es rechts Alt oder rechts Control? Bei Control, glaube ich. So, senken. 40. Dann brauchen wir wieder Keyboard. Modified Key. Ein Release Modified Key, also loslassen. Dann hatten wir gesagt W. Und rechter Control Key nach 40 Hundertstel wieder runter oder loslassen. War es jetzt der oder war es Taunt? Taunt war M. Genau, Right Control. Ja. Dann ist der auch. Und dann ist der schon fertig. Wie gesagt, das ist nur so ein Button. Da braucht ihr keinen Rückruf, so wie bei den Kipphebeln, wo ihr auch sagen müsst, was soll er machen, wenn er in die zweite Richtung wieder geschaltet wird. So viel erstmal dazu zum Ändern dieser Tasten. Das gucken wir uns jetzt gleich mal im Spiel an. So, jetzt sind wir im Spiel angekommen. Wir erinnern uns, wir hatten den Leia Input Server gestartet. Sprich, können wir das jetzt auf dem iPad aktivieren. Uns was aussuchen. Das schimpft dann noch ein, zwei, drei Mal. Blättert auch noch einmal zu Windows rüber, ob er denn wirklich die Tastatur emulieren darf. Jetzt suchen wir uns erstmal unseres aus. Wir hatten das hier bei Star Citizen 2. Und wir hatten den Exorcist 3231. Den soll er uns jetzt hier reinladen. Blättert dann komischerweise immer ins Mobiglas, genau. Guck mal, heute meckert er mal gar nicht. Manchmal kommt dann noch, darf ich wirklich die Tastatur emulieren? Ja. Macht er heute nicht so. Und jetzt haben wir hier so ein paar, ne, Tasten. Also zum Beispiel hier diese Landing Lights, das ist ja T, das ist jetzt hier auch Taschenlampe, das ist oben, ne, in der obersten Reihe von links der dritte. Wenn wir den drücken, ne, wenn wir den drücken, geht die Taschenlampe an. Wenn wir wieder ausmachen, geht die Taschenlampe aus. Oder halt die Landing Lights von mal ihr da. Eure Kontaktlinse verloren. Die Taschenlampe, wobei das geht natürlich auch hier unten, ganz unten rechts ist Ground Options, dann blättert er da weiter. Oben ist Flashlight, ist dasselbe. An, aus. Hier zieht er auch die Waffen hier auf PO natürlich nicht. Was uns jetzt ja interessiert hatte, waren die ganzen Emotes. Also wie zum Beispiel das Winken. Also Camera View hier unten, der mit dem, weiß ich nicht, mit dem Raumschiff drauf, mit der Titan. Dann wechselt er die Kameraansicht. So, ah, Webcam ist nicht an, gut. Zum Beispiel winken hier, Wave. Dann winkt er.
Oder klatschen. Klapp, klatschen auch. Hatte ich klatschen schon? Wo ist denn klatschen? Klatschen, klapp, da. Guck mal, klatschen klappt noch nicht. Das hatte ich noch nicht. Aber chicken. Chicken klappt. Wichtig ist natürlich auch die Tasten, die wir jetzt in dem Layer Input, in dem Menü eben eingegeben haben, müssen natürlich hier übereinstimmen. Also unter Key Bindings oder Key Bindings, Advanced Control System und dann zum Beispiel sind wir hier gerade bei den Social Emotes. Muss das hier natürlich das gleiche sein. Also wir hatten eben Chicken. Chicken war einfach nur das K. Wir haben mal einen hier. Clap, Left, Alt, Left, Shift. Den habe ich wahrscheinlich, habe ich da falsch gemacht. Left, Alt und O, Disagree. Und ihr müsst dann einfach die Tasten, also doppelt klicken und gleichzeitig drücken, dann hat er das. Power Present. Das ist wurscht. Also er macht es sowieso, wenn irgendein Button zweimal belegt ist. Er akzeptiert jetzt hier oder meckert hier jetzt aber nur über das O, weil das O für Power Present 2 ist. Interessiert uns nicht. Genauso wie zum Beispiel, wenn wir jetzt zu Fuß unterwegs sind und haben was belegt, was im Cockpit vom Schiff nochmal belegt ist, dann interessiert das auch nicht, weil er das dann nur fürs Schiff akzeptiert. Also ihr müsst die hier alle so, wie ihr sie bei Leer eingebt, hier natürlich auch drin haben. Ne, so wie, weiß ich nicht, Cockpit, Self-Destruct oder hier diese Emergency. Sieht man hier unten ist der gelbe. Ne, Left Alt, also durch den Schleudersitz. Open All Doors ist hier auch in der zweiten Reihe links. Open Doors, das klappt dann auch. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt einfach nochmal im Schiff an. So, da ist sie. Wollte ich ja eigentlich in Rosa haben, gab's nicht. Also habe ich Blau-Metallic genommen. Das finde ich auch praktisch, sieht man da oben, jetzt sind wir in dem Sprachchat von dem Schiff. Wenn man mit Multicrew durch die Gegend fliegt, ist das sehr praktisch. Dann hören die anderen nicht, wenn man wirklich ja, Roleplay oder so spielt, Kapitän an Brücke und so weiter, ihr wisst schon. Dann hört die Umgebung das nicht, sondern nur die, die sich im Schiff befinden. So, also wir haben jetzt oben links, der erste ist unser Power-Knopf. So, dann haben wir schon mal Strom. Und der daneben. Die Engines. So, dann heben wir mal ganz normal ab. Launch complete. Mal ein bisschen nach unten gucken. Müsste man, sieht man so. So, der daneben ist wieder Licht. Ja, kaum. Seht ihr das? Weil die hat nicht so eine große. Bei der Cutlass würde man es gut sehen. So, dann haben wir hier diesen großen. In der Mitte ist das Fahrwerk. Das ist auch wieder einer, den man einmal drückt. Und nochmal drückt, also wieder mit. Pressed, released, pressed, released. Thank you. And please visit again. Ja, machen wir. Haben wir hier welche? Dann können wir uns natürlich auch noch die freuen. Jetzt hat er wen anders. Da kann man immer ganz gut den Dogfight nehmen. Also unten rechts die Taste und dann Pin Target, das was wir angucken. Ist dieser Knopf, Schalter. Also das ist, finde ich, sehr praktisch. Da kann man hier jetzt zwar auch die Schilde verstellen. Da auf die Front sieht man jetzt da oben auch im Bildschirm haut er alles auf die Front. Machen wir wieder aus und machen hier unten Shields Reset. Dann baut er die anderen und verteilt er sich wieder gleichmäßig. Also das ist für den Dogfight. So.
klar, das sind die Friends. Jetzt können wir hier die Friends oben links mit der ersten durchschalten. Und Feinde, also rote sind hier glaube ich keiner, sonst hätte er schon Kontakt gesagt. Nee, man auch versuchen. Hier ist auch wieder eine Außenansicht. Schalter. Na und wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt drehe ich hier mal hoch. Geben wir mal Gas. Geben wir wieder auf. Wo ist er? Wo ist er? Chip. Und jetzt hier Afterburner aktivieren. Der ist so lange aktiviert, bis man ihn wieder loslässt. Oder halt auch, wenn ich jetzt das Steuer runternehme und Space Brake drücke. Solange wie er gedrückt ist, bremst er, gleich kommt die Warnung. Wir überhitzen hier gleich. Jetzt fliegt hier alles um die Ohren. Machen wir ihn wieder aus. Wir sind schon weit gekommen. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Ein bisschen Gas hier. Chat können wir hier unten an- und ausmachen. Manchmal. Kontakte für die Landeerlaubnis gleich. Jetzt war ich zu schnell. Mein Jo hier passt. Was kommt davon, wenn man während der Fahrt auf dem iPad rumfummelt? Da ist sogar ein roter. Zack, dann markiert er den. Landen wir da. So, jetzt hatten wir gesagt, der hier unten kommt, Contract. Ganz unten, von links der zweite. Können wir uns hier eine Landung. Es gibt da noch leider noch keinen. Kein Button für sofort Landegenehmigung anfordern. So, machen wir ihn wieder aus. Jetzt hat er uns eine gegeben. Jetzt hatten wir gesagt, der große in der Mitte ist fürs Fahrwerk. Es leuchtet jetzt rot oben. Zack, jetzt fährt er sie wieder aus. Landing Gear deployed. Jetzt sind wir ja faul veranlagt. Gegen die Wand geflogen. Au, 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 gleich wieder alles kaputt hier. Und dann haben wir hier in einer ziemlich mittig Autoland. Was auch funktioniert, wenn das Fahrwerk ausgefahren ist. So. Jetzt drücken wir auf unser Mobiglas hier über diesem komischen grünen Display. Da können wir den Schaden reparieren hier, ne? Quatsch. Okay, Standbild. Jetzt. Ach, geht nicht. Also entweder er hat keine Beule, obwohl ein bisschen. Fuel müsste ja auch. Aber das kennen wir ja alle, ne? Gehen wir wieder raus. Daneben wäre der für die Sternenkarte. So, machen wir Motoren aus. Und Power auch aus. So, so viel live. Wie gesagt, das, was ihr beim iPad eingibt, muss natürlich im Spiel bei den Optionen Keybinds und Custom auch genauso eingetragen sein. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Vergesst nicht, das zu speichern dann. Ich habe hier mehrere drin, weil er auch manchmal, ne, manchmal sagt er, also das ist aber ein Windows-Problem, der Hotas ist auf 2, der Joystick auf 5, dann sagt er wieder, der Hotas ist Anschluss 4, Joystick 5, deshalb habe ich das zweimal. Dreimal, viermal. Mittlerweile mache ich es schon mit Datum, damit ich weiß, welches das aktuelle ist.
Vergesst nicht, das zu speichern. Dann habt ihr es im User-Ordner und könnt es bei großen Updates einfach wieder reinkopieren. Sonst fangt ihr jedes Mal neu an. Also das ist relativ wichtig. So, dann machen wir noch ein bisschen was, wie man es komplett selber macht, das Ganze. Wenn ihr für Schalter und so weiter eigene Bilder oder ein Hintergrundbild zum Beispiel, ein eigenes haben möchtet, ihr könnt euch letztendlich bei Google Bilder alle möglichen Schalter, Knöpfe oder sonst was runterladen. Die sind dann Benutzer öffentlich, öffentliche Dokumente. Und da ist dann wieder so ein leer Extend Input Ordner. Und da sind dann die Projekte drin. Und zum Beispiel bei Star Citizen 2 sind jetzt zum Beispiel hier die einzelnen Tablet Resources drin, die man dort dann alle aufrufen kann. Also, wenn ich jetzt unter dem Ordner Star Citizen 2 ein eigenes Projekt, dann hätte ich quasi alle die Knöpfe, die da schon drin sind, Knöpfe und Schalter. Hier bei LS19 hatte ich meinen eigenen gemacht. Ne, das ist jetzt hier einmal für Tutorial, den können wir gleich nehmen. Resources, und da sind halt so ein paar nur. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch ein großes Bild für den Hintergrund, also wenn ihr zum Beispiel für euer Cockpit ein Bild habt, so wie der Exorzist das jetzt hatte, oder einfach nur so eine Metallplatte als Hintergrund, oder halt auch von Star Citizen gibt es ja auch Wallpaper zum Beispiel, ne? Könnt ihr das als Hintergrund nehmen, als XML-Dokument hier einfach quasi das Bild reinpacken. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel gesagt, okay, das hier könnten wir jetzt großziehen als Hintergrundbild. Ne? Ein Image habe ich jetzt hier. Ist jetzt nur mal so als Beispiel. So, das wird wahrscheinlich aussehen, weil es sich völlig verzieht. Background oder weiß ich nicht, kann man hier irgendwas, was ich hier jetzt drin habe, als Hintergrund nehmen? Ja, wahrscheinlich nicht. Hintergrund, ja, das hier vielleicht. Da muss man noch umstellen, dass das halt nicht mehr durchscheint, was dahinter ist. Kann man sich das so ein bisschen zurechtbasteln. So, dann wollen wir einen Knopf nehmen. Den haut er immer, das ist immer völlig bescheuert, also hinter. Das müsst ihr dann erstmal gegriffen kriegen. Den machen wir jetzt. Na, dann nehmen wir einfach mal ein. Mach den jetzt einfach mal so. So, welches Bild nehmen wir da drauf? Switch in deinem Knopf. Nein, Hintergrund, nein, klar. Licht, schicken Lichtschalter. Und das ist so ein zum Beispiel. Aber da habe ich halt nur ein Bild von. Könnte man jetzt sagen, okay, nehmen wir den. Das ist der Button. Wo ist der Text? Da wollen wir da keinen Text drauf haben. Den müsst ihr euch dann in euer Hintergrundbild, das müsst ihr vorher bearbeiten. Müsst ihr gucken, wo sitzen die Schalter und so weiter. So, Image. Dann Preset Text, Preset Image. Und dann nehmen wir nochmal angeschaltet, nehmen wir den. So. Er geht dann wieder aus. Das ist jetzt noch nicht so ein richtiger. Das habe ich, wie gesagt, müsst ihr auch mal ein bisschen selber. Ich habe mir das auch alles selber so zurechtgefummelt, warum der jetzt nicht schaltet. Hier könnte man dann mit diesem zum Screen, ne, ich habe hier Start, da könnt ihr dann, weiß der Kuckuck, so wie der Exorcist, das hat Dogfight und so weiter von machen. Go to Screen. Jetzt wollen wir ein Command setzen. Dann haben wir gesagt, Send Preset. Machen wir einfach, der soll, also wenn ich da drauf drücke, drückt er die 7 zum Beispiel. So, hier wieder ganz wichtig, 40. Dann machen wir noch einen dazu.
Und nach diesen 40, ich glaube, es sind 100, mal da. Keyboard. Dann Send Released. Und er soll. Nein, Quatsch. Quatsch. Extend Input ist es. Send Released. Doch ein Virtual Keyboard. Warte ein bisschen. Was habe ich jetzt gemacht? Keyboard, ja. Keyboard. Send Released oder Send Released. Send Released. Deshalb, Entschuldigung. Die 7 wieder loslassen, nicht Set, sondern Send Released. Send Pressed, sie haben virtuell Keyboard. Und wieder nach den 40 Hundertstel lässt er einfach wieder los. Jetzt hat der, na, sendet der, wenn ich da einmal drauf drücke, die 7. Mister, ne, Picker, weiß ich nicht wie. Wie das geht, das ist, das weiß ich halt leider noch nicht, aber wenn man so weit schon mal ist, dann geht es ja, dass er so lange braucht. Das nicht, das war bei dem anderen nicht drauf. Videoclip Rotation, kannst du sie drehen. So könnt ihr euch dann ein eigenes Cockpit basteln mit Bildern, mit eigenen Knöpfen oder halt mit den Knöpfen, die ihr runtergeladen habt. Also wenn ihr jetzt da kann ich dann ein Bild draufsetzen. Und jetzt habe ich alle die, die der hier auch hatte, mit dabei. Dann brauche ich mir nichts runterladen. War jetzt ein bisschen holperig zum Schluss, aber ihr wisst, was ich meine und kriegt es ein bisschen hin wenigstens. Hier hat er seinen Hintergrund zum Beispiel mit den ganzen schon beschriftet, da sieht man das ein bisschen. Na, ist egal welchen wir dann nehmen, also das sind die Standard, diese Gamepad und so weiter. Das sind die fürs Fahrwerk. Da kann ich dann halt alle nehmen. Müssen wir es nur in die richtige Größe noch ziehen. So ungefähr. Und kann ich mir da schön was von basteln. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen schlauer geworden von der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich fand es sehr kompliziert am Anfang. Wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat, geht es. Und wie man sieht, blind mache ich das immer noch nicht und ich hau mir selber auch gerne mal einen Fehler rein, wie man eben gesehen hat. Aber dann ist das so. Einfach durchfummeln wird schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.